Herr Hacher, heute ist Weltdiabetestag. Es erkranken immer mehr Leute an Diabetes. Können Sie uns dazu Zahlen nennen, vielleicht? Ja, wie ich begonnen habe als Diabetesberater, das war im Jahr 89, im Dezember, da hatten wir im ersten Jahr hatten wir ungefähr 350 Diabetiker, die wir betreut haben. Und letztes Jahr haben wir zum Beispiel über 1600 gehabt, die wir pro Jahr betreut haben. Welche sind denn die Risikofaktoren, um an Diabetes zu erkranken? Wir sprechen jetzt vom Typ-2-Diabetes und nicht vom Typ-1-Diabetes. Für einen Typ-2-Diabetes ist sicher verantwortlich ein Vererbungsfaktor, der ganz wichtig ist. Sehr viele Diabetiker Typ 2 haben jemanden in der Verwandtschaft, ebenfalls mit Typ 2. Und dann natürlich die geänderten Lebensumstände, die deutlich geringere Bewegung, die wir machen. Dann natürlich auch das gute Essen, das immer ausreichende Essen. Wir haben jetzt nicht mehr wie früher Zeiten des Mangels und Zeiten des Überflusses, sondern wir haben jetzt eigentlich seit der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg immer eine Zeit, wo man überall alles bekommen konnte, mehr oder weniger. Und das hat zu einer starken Zunahme natürlich dieser Erkrankung geführt. Was ist das Gefährliche an Diabetes? Warum muss man Diabetes überhaupt behandeln? Diabetes hat das große Risiko, dass Gefäßerkrankungen früher entstehen als beim nicht-diabetischen Menschen. Nervenerkrankungen, Augenerkrankungen, aber vor allem Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind das ganz große Risiko für Folgeschäden des Diabetes. Und die haben natürlich wieder diese große Auswirkung, auch volkswirtschaftlicherseits, dass das natürlich unglaubliche Folgekosten als Konsequenz hat. Ich möchte jetzt da nicht nur natürlich von den Kosten sprechen, obwohl wir das bei uns im Haus natürlich immer hören, sparen, sparen, aber nicht nur bei uns im Haus, sondern das große Maß an Leiden, das dadurch entsteht, ist eigentlich das, was wir versuchen, den Leuten zu ersparen, indem wir sie schulen und indem wir sie dahin führen oder versuchen zu führen, dass sie ihre Lebensumstände vielleicht etwas ändern, ihre Essgewohnheiten ändern, ihre Bewegungsgewohnheiten ändern. Nur das ist extrem schwierig, natürlich etwas, was man über Jahre, Jahrzehnte gewohnt war, abzuändern. Wie sieht die Behandlung eines zuckerkranken, eines an Diabetes erkrankten Menschen denn aus? Diabetes ist generell nicht heilbar, sondern behandelbar. Man kann es leider nicht heilen. Und die Basis jeder Behandlung ist Bewegung und das richtige Essen. Das sind die zwei ersten Komponenten, die man einsetzt in der Therapie. Und erst wenn diese Dinge nicht ausreichen, dann setzt man Medikamente in ganz unterschiedlichen Zusammensetzungen ein. Haben Sie heute zum Weltdiabetestag einen Appell an unsere Zuseher? Jeder kann selbst ganz viel dazu beitragen, dass er das Risiko für sich selbst für die Erkrankung an Typ 2 deutlich senkt. Erstens regelmäßig zum Arzt gehen. Es gibt sehr einfache Untersuchungen, um das Risiko abzuschätzen. Und zweitens gehen statt fahren, Stiegenhaus statt Lift, das Fahrrad einsetzen statt des Autos und die Menge des Essens wieder so vielleicht wählen, dass man sagt, ich habe jetzt genug, ich höre es auf.